Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum Unboxing und zum ersten Video vom Hohem Ice Daddy V2. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das testen kann, weil wenn das verspricht, was ich denke, dass es das verspricht, dann kann ich das auch für Stream benutzen, weil wir haben da oben eine Kamera. Und die Kamera ist fürs Tracken zuständig. Also mich tracken. Das heißt, wir brauchen nicht mehr die Hohem-App zum Tracken. Und über die Hohem-App können wir dann einen Streaming-Schlüssel eingeben und darüber streamen. Nein, ich kann einfach mein Handy reinmachen und kann ganz normal über YouTube streamen oder Twitch oder Instagram oder Facebook und was es da alles so gibt. Kann darüber direkt streamen und die Kamera übernimmt mein Tracking. Und das wollen wir jetzt mal auspacken und auch das erste Hardware-Video machen und uns angucken, ob das alles so funktioniert und wie lange die Einrichtung braucht. Und dann werde ich das eine Weile benutzen und dann mal gucken, wie es sich schlägt. So, ich gehe jetzt erstmal in die Unboxing-Ansicht. Und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. Die Kamera spiegelt sich ein bisschen. Und jetzt werden wir das gute Stück mal auspacken. Weil in der Hohem-App, die für die anderen war, da war immer, du musst halt über die Hohem-App streamen, musst den Streaming-Schlüssel eingeben. Oder war auch die Möglichkeit, da stand, welche App möchtest du verwenden. Aber immer, wenn ich YouTube gesagt habe oder eine andere, sagt da, Fehler, ist nicht installiert. Hoppala. So, wir haben hier eine Anleitung. Die ist auch wieder schön bebildert. Auch die Hohem-App ist drin. Ja, mit dem Bedienfeld ist genau wie mit dem anderen. Hier muss man dann ausgleichen. Das ist eigentlich alles so wie beim anderen auch. Aber hier ist die Besonderheit, die Kamera. Dass die uns trackt und hier haben wir auch die Gestensteuerung. Die war bei den anderen nicht so gleich ersichtlich. Das habe ich dann erst im Laufe des Benutzens gemerkt. Dann gucken wir mal uns an, was da noch so drin ist. So. Wir haben dann hier eine Tasche drin, wo wir es reinpacken können. Also da ist kein so ein Fested Case. Das finde ich ein bisschen schade, dass da kein Fested Case mit bei ist, wie bei den anderen. Und ist auch ein bisschen kleiner. Und dann haben wir hier halt noch eine Anleitung. Die Ecken sind schon ein bisschen abgeknickt, das war nicht ich. Kurzanleitung auch in Deutsch, also Seite 39 bis 41 ist Deutsch. So, dann haben wir das. Das ist halt so ein, kann man unten ran machen als Verlängerung und zusätzlich als Standfuß. Also kann man dann hier so aufklappen und steht dann praktisch das Gimbal da drauf. So, dann haben wir ein USB-C-Kabel. Jep, ein kurzes. Braucht auch nicht lang sein, man muss ja nur anschließen. Ah, hier. Okay, wir haben auch USB zu USB-C und ein Adapter ist da dran von normal USB auf USB-C. Und dann kann man das halt einfach beladen. So, das Gimbal an sich und das ist dann halt hier nur noch so ein Säckchen, damit es nicht so Luftfeuchtigkeit hat. Ach, hier ist es wieder so verschlossen. Wie bei dem anderen kleinen. Ist klein, aber trotzdem handlich. Hier ist die Kamera. Hier ist auch eine 1 drauf. Das finde ich immer sehr gut, dass sie das dann immer schildern. Hier 1, 2, 3,
die Schritte, was man machen soll. So, einmal hochgemacht. Dann haben wir hier Schritt 2 zum Anpassen. Das werden wir dann gleich im Hardware-Video machen. Ich schraube das mal ran, dass das ein bisschen verlängert wird. Dann fässt sich das ein bisschen besser an, wenn es ein bisschen, wenn ich so dicke Finger habe, ne? Dann ist das halt so ein bisschen angenehmer zu tragen. Ja, bedient sich ganz gut. Knöpfe sind erreichbar. Die sind auch, denke ich mal, wieder multifunktional. Ja, hiermit machen wir an und aus. Hier kann man zwischen Kamera, nee, hier ist eine Aufnahme. Hier oben haben wir dann noch Leuchten für den Akkustand und hier oben ist Bluetooth und Mode. Also wenn es wie bei den anderen ist, dann kann man sich die auch doppelt belegen. Also nicht nur, dass man hier drückt hält für anmachen, also so. Dann ist er an. Einmal drücken. Zweimal drücken. Einmal drücken. Ihr seht, dass es so ein bisschen ausrichtet sich. Eins, zwei. Da kann man dann halt zwischen den Modis hin und her wechseln. Eins, zwei, drei. Und dann mal ausmachen. Dann fällt so in sich zusammen. Ja, ganz cool. Aber ich mache das mal wieder zusammen. So. Und dann hier unten reinklicken, dass es zu ist für das Hardware-Video. So, also, wir haben das Gimbal an sich. Wir haben eine Verlängerung, was wir auch gleichzeitig als Ständer benutzen können. Wir haben ein USB-Kabel zum Laden. Wir haben eine Tasche, wo wir es verstauen können. Wir haben eine Anleitung in verschiedenen Sprachen, auch Deutsch. Seite 39 war das. Ja, wir sind bei 34. So. Bisschen klein geschrieben, aber man kann es lesen. Also nicht zu klein. Man kann es immer noch lesen. Also ich habe Brille auf und kann es lesen. Also ich habe da schon andere Sachen gesehen, wo es einfach viel, viel zu klein war. Und hier kommt dann die Kamera. Und die verschiedenen Gesten. Da werden wir mal ein bisschen testen nachher. Und ihr habt natürlich dann halt noch die Kurzanleitung mit der App. Das werden wir dann gleich, oder wenn wir jetzt mal schnell die App schon mal runterladen. Wo ist sie? Da. Zur Website. So, Google. Ach, die habe ich so ja schon drauf. Das ist die Hohem Pro App. Die habe ich so ja schon drauf. Weil Hohem hat ja einige. So, da haben wir einmal diese hier, diese Hohem Gimbal App. Mit diesem bunten, die hier. Und dann haben wir noch zwei andere, Hohem Joy und Hohem Pro. Die sind hier oben. Und wir brauchen praktisch diese Hohem Pro App. Wir finden jetzt gerade natürlich nichts, weil jetzt können wir hier Tipps anzeigen. Wir müssen Bluetooth anmachen. Das werden wir gleich im Hardware-Video machen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.